hochwürdige Zuschauer. Soeben bin ich auf eine extrem dumme Aussage von Cordula Grün. Cordula Grün! Entschuldigen Sie bitte, ich meine natürlich Cordula Schulz-Asche von den Grünen, aufmerksam geworden. Diese Dame soll behauptet haben, dass unter anderem Rassismus die Ausbreitung von Viren fördern würde. Da ich nicht glauben konnte, dass Cordula Grün wirklich so dämlich ist und ich die Aussage in einem rechtspopulistischen Hetz-Podcast, nämlich der Honigwabe, erhalten habe, habe ich mich dazu entschlossen, die ganze Rede anzuschauen. Und muss festhalten, die Frau Cordula Grün ist wirklich so blöd. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn wir heute über den Coronavirus reden, dann reden wir über eine konkrete Situation, und zwar genau zum Zeitpunkt, erst jetzigen Zeitpunkt, weil natürlich kann sich viel verändern und der Bundesgesundheitsminister Spahn hat zu Recht gesagt, es könnte auch schlechter werden, bevor es besser wird. Und deswegen lassen Sie mich ein schnelles erstes Fazit der bisherigen Entwicklung ziehen. Der erste Teil Ihrer Rede ist soweit so richtig wie belanglos. Die deutschen Systeme an sich sind gut, gute Besserung für alle Erkrankten, gute Institutionen haben wir hier, die gute Zusammenarbeit ist wichtig, besonders auf internationaler Ebene. Das kann, soweit denke ich, jeder unterschreiben. Meine Damen und Herren, Viren machen nicht an Ländergrenzen halt und deswegen ist es wichtig und richtig, dass wir europaweit und weltweit zusammen mit der WHO die Erkrankung versuchen einzudämmen. Internationale Solidarität ist jetzt gefragt für die betroffenen Menschen und nicht zuletzt auch in den Ländern, die selber keine festen, gut entwickelten Gesundheitssysteme haben. Und ich freue mich, dass das Robert-Koch-Institut auch hier schon angefangen hat, in diesen Ländern mehr Informationen zu verbreiten und auszubilden. Was mir aber Sorgen macht, ist, dass die chinesische Regierung nach wie vor nicht ausreichend Informationen zur Verfügung stellt und immer noch nicht umfassend mit der WHO und den beteiligten Institutionen kooperiert. Und das gilt auch für den Umgang mit Taiwan. Auch in Taiwan haben die Menschen ein Recht auf Infektionsschutz im Rahmen der internationalen Bekämpfung des Virus SARS-CoV-2. Auch dort kann ich zunächst einmal nicht widersprechen. Ihr erster Punkt, dass Viren nicht an Ländergrenzen Halt machen, ist natürlich absolut richtig. Viren werden jedoch von Menschen übertragen und umso mehr Menschen reisen, umso eher verbreitet sich ein Virus. Deswegen ist so ein Virus in unserer globalisierten, vernetzten Welt besonders gefährlich, weil in kürzester Zeit die gesamte Weltwirtschaft lahmgelegt wäre. Das hätte es vor 80 Jahren wahrscheinlich noch nicht gegeben. Die Informationslage der chinesischen Regierung ist natürlich extrem schwierig. Was kann man diesem autoritären kommunistischen Regime glauben? Was sind Fake News, um die eigene Wirtschaft irgendwie am Leben zu halten? Und was sind wirklich belastbare Zahlen? Gerade zu geheilten Personen vertraue ich der chinesischen Regierung ebenfalls nicht. Sachgerechte Informationen bei Infektionskrankheiten ist zentral, denn mit ihnen ist immer Verunsicherung und Angst verbunden. Die Kompetenzen sind hier in Deutschland im Robert-Koch-Institut gebündelt und ich kann immer nur wieder empfehlen, wenn es Fragen gibt zu Infektionskrankheiten, informieren Sie sich in Deutschland auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts. Hier ist die Kompetenz, hier ist die wissenschaftliche Kompetenz gebündelt. Machen Sie das bitte, bevor Sie allen möglichen Leuten glauben, die mir nämlich auch Sorgen machen. Die Leute, die Fake News verbreiten, die Verschwörungstheorien verbreiten, die mit Rassismus vorgehen. Und auch hier die Empfehlung, halten Sie sich, meine Damen und Herren, an das, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt und glauben Sie nicht irgendwelchen falschen Boten, die unterwegs sind. Natürlich gibt es zum Coronavirus auch Fake News. Aber die Tatsache, dass der Coronavirus in China entstanden ist und dass das möglicherweise eine gewisse Vorsicht gegenüber Menschen, welche aus diesem Raum nach Deutschland einreisen, auslöst, ist für mich kein Rassismus. Aber gut, schauen wir mal weiter, was jetzt noch von ihr kommt. Viren machen nicht vor vernagelten Türen und nicht vor Grenzen halt. Verschwörungstheorien und Rassismus fördern die Verbreitung von Viren. Und zwar nicht nur in China, sondern auch hier bei uns.
der WHO-Chef, ja, Herr Spangenberg, zu Ihnen komme ich noch. Der WHO-Chef Tedros rief dieser Tage zur globalen Solidarität auf. Und genau das ist die richtige Antwort zur Vermeidung einer Pandemie. Und nicht, meine Damen und Herren von der AfD, nicht Hass und Hetze sind das. Die sind genau das Gegenteil von einer vernünftigen Antwort. Natürlich machen Viren nicht an Ländergrenzen Halt. Aber wer überträgt denn die Viren? Das ist im Fall des Coronavirus ziemlich sicher der Mensch. Wenn man jetzt also Menschen, welche aus China kommen oder aus den betroffenen Regionen in Norditalien, zunächst einmal nicht ins Land lassen würde, beziehungsweise diese Menschen unter einen Art Arrest stellt, dann ist das vollkommen legitim. Es nennt sich Quarantäne und war schon immer elementarer Bestandteil in einer solchen Bekämpfung. Die Frau hat eine vollkommen inhaltslose und langweilige Rede gehalten, wo sie das gesagt hat, was jeder sagen würde, ohne jeglichen Mehrwert. Gute Besserung und internationale Zusammenarbeit, das ist kein politisches Profil. Also musste sie einfach nochmal auf Krampf, Hass und Hetze und Rassismus reinbringen und gegen die AfD schießen. Vollkommen am Thema vorbei, vollkommen unsachlich, vollkommen lächerlich, liebe Cordula Grün. Ihre Meinung zu der Rede von Cordula Grün gerne in die Kommentare. Lassen Sie doch auch noch ein Abo da und schauen Sie auf meinem Kanal vorbei. Vielen Dank. Achso, für alle, die meinen, dass jetzt noch eine Erklärung von der Frau gekommen ist, warum jetzt Rassismus die Ausbreitung von Viren fördern sollte. Nein, da ist keine Erklärung gekommen. Das war von ihr einfach nur eine Behauptung ohne jegliche Begründung. Hier den Rest der Rede. Vielen Dank. Und Herr Spangenberg, dass Sie offensichtlich heute die falsche Rede dabei hatten, ist ein gutes Zeichen dafür, wie wenig Sie geeignet sind, über solche Fragen wie wirklich kompetenten, umfassenden Infektionsschutz der Bevölkerung zu reden. Was? Sie sind doch der Aufgeregte. Ach, Herr Brandner, wissen Sie, ach, Herr Brandner, so gut, wie Sie sich aufregen können und so, wie Sie allein unterwegs sind im Netz. Ich hoffe nur, dass Sie sich nicht weit ausbreiten können mit dem, was Sie an Hass und Hetze gerade gegen bestimmte Personengruppen in unserem Land auslösen. Vielen Dank, Cordula Schulz-Paschek.